Kurzer Reminder, wir zocken regelmäßig Karriere auch auf Twitch, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, checkt das Ganze doch gerne mal aus. Und damit hallo und willkommen zur nächsten Bayern-Folge. Leute, gleich mal als Info vorneweg, ich habe jetzt keinen Urlaub mehr, bedeutet, ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr, jetzt jeden Tag eine Folge online zu bringen. Ich versuche hier wirklich mein Bestes, 2 bis 3 Folgen vielleicht in der Woche zu produzieren, auch das kann ich nicht versprechen, es gibt derzeit keine festen Uploads. Das schon mal vorweg, damit ihr da Bescheid wisst. Ansonsten gehen wir jetzt aber in die neue Saison rein und schauen erstmal, was genau dort der aktuelle Stand ist. Wir haben 345 Millionen für neue Transfers zur Verfügung und Alter, das ist so gottlos, oder? Das ist so gottlos, wir könnten so kranke Leute holen. Die Frage ist halt, ob wir die kranken Leute überhaupt brauchen. Unter anderem ist Toni Kroos jetzt auch Teil des Vereins wieder. Er ist ja per Vorvertrag zu uns gekommen, mittlerweile 35, nur noch ein 84er Rating in Anführungsstrichen, nur noch. Ansonsten haben wir ja ein echt geiles Team, wo wir jetzt einfach mal schauen müssen, wo können wir uns punktuell trotzdem noch verstärken. Ich habe schon gesehen, Gnabry ist ein guter Verkaufskandidat, weil er eben keine Leistung gebracht hat. Bei ZOM könnten wir uns auch nochmal verbessern. Fekir ist da nicht das Problem, dann vielleicht doch eher die Bank, weil Amada hat leider nicht so eingeschlagen, wie ich es mir erhofft hatte. Des Weiteren könnten wir auch sicherlich nochmal was auf den Flügeln verändern. Klar, Davies und Rafinha, das ist eine Flügelzange, die ist geisteskrank. Aber Problem ist halt hier, wir haben keinen Ersatz. Also wen will ich denn auf den Flügel stellen? Klar, Almada geht mal irgendwie, aber ansonsten haben wir ja niemanden. Gnabry soll wirklich verkauft werden. Im Mittelfeld bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Klar, wir haben Thuram, wir haben Leimer, wir haben theoretisch Almada, jetzt haben wir noch Toni Kroos. Die Frage ist halt aber, können die diese Lücke wirklich schließen? Wir beginnen jetzt aber erstmal damit, unsere ganzen Leistungsträger auch langfristig zu halten. Nabil Fekir verlängert nochmal um 2 Jahre, ich habe es leider gerade gar nicht mit gefilmt. Musiala verlängert um 4 Jahre, wird also fester Bestandteil der Mannschaft bleiben. Ich werde auch mit Stanisic und Konstant Elias verlängern, mit Herold als Talent werde ich den Vertrag nicht mehr verlängern, weil er einfach nicht mehr das Potenzial hat, wie beispielsweise andere Jugendspieler aus unserer eigenen Akademie. Bei Manuel Neuer ist es der Fall, er wird wahrscheinlich am Saisonende aufhören, beziehungsweise wird den Vertrag halt einfach nicht verlängern. Natürlich schade, aber trotzdem eine Legende, die dort gehen wird im Alter von 40 Jahren. Und auch Serge Gnabry und Timo Hübers werden wir verabschieden. Timo Hübers fällt einfach raus, weil wir haben jetzt, glaube ich, 8 Innenverteidiger nominell, die alle Stamm spielen könnten, gefühlt. Und bei ihm läuft halt der Vertrag aus, da sage ich mir halt, da gehe ich lieber den Weg mit Stanisic weiterhin als mit Hübers und sage da dann Adios. Ich werde sie nicht holen, weil es halt einfach nicht gut in die Karriere passt. Aber können wir mal bitte festhalten, dass Lionel Messi und Heung-min bei den freien Spielern chillen? Son wird wahrscheinlich nach Atletico Madrid gehen und Lionel Messi geht nach Inter Mailand. Ach du Jemine, Xavi war bei uns im Büro. Xavi hat gerade ein Angebot in Höhe von 70 Millionen für Konrad Leimer abgegeben. Das habe ich akzeptiert, weil Konrad Leimer bei uns aus dem System fällt. Ich brauche einen klaren Achter, er ist ein Sechser. Barcelona hingegen stellt aber um, die brauchen keine Achter, die brauchen einen Sechser. Deswegen, das Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Leute, ich bin da was am Basteln. Dieses Transferfenster kann gigantisch werden. Ebenfalls wird uns hier verlassen Timo Hübers. Er wechselt für 15 Millionen nach Leverkusen. Dahin war er ja gerade 1 Jahr ausgeliehen. Hat ihm scheinbar ganz gut gefallen. Und bei uns fällt er halt eben auch raus, weil wir 7, 8 Verteidiger haben, die Stamm spielen könnten. Er ist einer davon. Da habe ich mich eben, habe ich ja schon am Anfang erklärt, dazu entschieden, ihn jetzt abzugeben. Hier sehen wir es nochmal, der Deal ist auch über die Bühne gegangen. Vorstand dürfte damit eigentlich zufrieden sein, weil sein Vertrag auch ausgelaufen wäre am Ende des Jahres. Das erste Game im Vorbereitungsturnier bestreiten wir gegen Tottenham Hotspur. Das simuliere ich erstmal noch, weil ich nämlich ganz gerne dann reingehen wollen würde, wenn wir die ersten Neuzugänge haben, was beim zweiten Spiel schon der Fall sein könnte. Die gewinnen das Ding hier mit 1:0. Toni Kroos hat bei seinem Comeback auch direkt mal eine 7,4er Bewertung, also ein absolut solides Spiel gemacht. Und natürlich ist mir gerade der Fehler aufgefallen, ne? Toni Kroos hatte die falsche Rücknummer, hat jetzt seine 39 bekommen, die hatte er nämlich bei den Bayern. Pass auf Leute, mein Plan scheint wirklich aufzugehen. Wir haben 70 Millionen für Leimer bekommen, Tillmann ist nach Milan geflogen und Hübers nach Leverkusen gewechselt. Bedeutet, wir haben ein bisschen mehr als 100 Millionen eingenommen und die einmalige Chance, gerade einen absoluten Weltstar für die nächsten 10 Jahre zu verpflichten. Es handelt sich hierbei nämlich um Petri. Tatsächlich um Petri, ne? Wir haben gerade Leimer nach Barca abgegeben. Auf einmal kaufen wir den hier, den neuen Iniesta weg. Was ist denn hier los? Barcelona hat letztes Jahr nicht die Meisterschaft geholt. Die sind nur im Viertelfinale der Champions League gewesen und haben die letzten Jahre auch nicht so viel gerissen, muss man wirklich sagen. Plus, sein Vertrag läuft aus und Barca ist gerade am Umstellen. Die haben Leimer geholt für die 6. Die wollen jetzt eher defensiver stehen, was das Mittelfeld angeht. Und Petri ist ja eher so ein bisschen offensiver orientiert. Plus eben sein Vertrag läuft aus, ne? Da habe ich jetzt ein 130 Millionen Angebot abgeschickt, wo Barcelona jetzt ehrlich darüber nachdenkt, ob sie das Ganze annehmen. Konrad Leimer verabschiedet sich nach Barcelona und währenddessen ist gerade Post eingekommen, Barcelona hat entschieden.
Sie nehmen das Ding ehrlich an. Wir können mit Petri jetzt direkt verhandeln. Und hierbei müssen wir jetzt natürlich klare Grenzen setzen, weil 270.000 Wochengehalt sprengt unsere Rahmen komplett. Dass der Mann Schlüsselspieler wird und 5 Jahre bleiben möchte, ist schon mal ein riesen Pluspunkt und natürlich auch genau Sinn und Zweck des Ganzen. 160.000 ist sein Vorschlag für das Gehalt. Ich versuche das Ganze mal noch ein bisschen zu drücken. Und tatsächlich akzeptiert er ein Gehalt von 130.000 plus einen fetten Einstiegsbonus von 2,5 Millionen. Und mit den 130.000 Wochengehalt ist er sogar noch unter Jamal Musiala. Da kommt jetzt eine riesen Weltstar nach München. Das hätte man vor 2 Jahren definitiv noch nicht geglaubt. Aber lass die Leila mal kochen, habe ich immer gesagt. Das soll's aber auch noch gar nicht sein. Ich habe da noch was in petto. Das dauert vielleicht noch mal ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen mal schauen. Aber auch das kriegen wir noch hin, denn wir haben ordentlich Geld zur Seite gelegt, da wir ja nicht viel eingekauft haben. Tatsächlich geht das Gehalt auch echt in Ordnung, weil Kane, Davies und Rafinha sowie Kimmich mehr verdienen, beziehungsweise gleich viel, also es ist definitiv nicht zu teuer. Pedro González López, der erste Eindruck, er bekommt auch 2 Tage nach seinem Erscheinen hier in München direkt sein Startelfdebüt im Vorbereitungsturnier gegen Inter Mailand. Ich habe mir gedacht, wir springen jetzt erstmal in die Partie, bevor wir hier weitere Transfers tätigen. Oh, Harry Kane, klasse Balleroberung, nochmal Harry Kane, 1:0, der Keeper schaut nur hinterher, 18. Minute, erste Torchance mit dem ersten Treffer. Jamal Musiala nimmt Harry Kane mit, Harry Kane, Flanke auf den zweiten Pfosten, auf Thiago Almada, und der will es ganz künstlerisch machen. Rafinha wieder mit dem Eckball, diesmal wieder auf Harry Kane, Doppelpack, 2:0. Die Kombi kennen wir schon aus der vergangenen Saison. Ecke Rafinha, Kopfballtor, Kane. Jeremy geht mal gut durch. Nochmal Abschluss. 1:2 nur noch. Da sieht die Bayern-Verteidigung mal nicht gut aus. Lautaro Martinez mit dem Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit. Inter Mailand kommt sehr ungebremst aus der Kabine wieder raus. Iglesias nochmal raus. Gespielt den Ball hinten rum. Flankenmöglichkeit. Nee, es kommt der flache Ball. Iglesias auf Aslani. Nochmal Ball in die Mitte, abgelegt und schon steht 2:2. Dumfries war es, der spielt rechts. Kaum ist die zweite Halbzeit angepfiffen, schon steht es nur noch 2:2. Dumfries hier mit einem riesen Verteidigungsfehler. Also er steht da halt einfach völlig falsch, ne? Viel zu weit weg von Barella. Das Game endet somit 2:2 unentschieden und die zweite Halbzeit gehörte nur Inter Mailand. Wir haben viel durchrotiert, deswegen war das abzusehen, dass wir das Ding hier vielleicht nicht souverän nochmal runterspielen. Aber die Leute haben ihren ersten Einsatz bekommen. Und kaum sind wir aus dem Game raus, geht es auch schon weiter mit Transfers. Serge Gnabry, wir haben es angekündigt, wird den Verein verlassen. Für, ich glaube, 67 Millionen sind es letztlich, wird er zum Champions-League-Sieger Atletico Madrid wechseln. Mit Sicherheit haben wir das Geld von Petri Deal jetzt auch schon wieder rein. Die Frage ist jetzt, wofür es noch reicht. Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag gegen Atalanta 1:1 mit einem Tor von Rafinha beenden wir das Vorbereitungsturnier übrigens auf dem 3. Tabellenplatz, bleiben aber ungeschlagen und das ist es erstmal, was zählt. Ne? Die Mannschaft ist nochmal ein bisschen neuer geworden, Leute sind zurückgekehrt von der Leihe. Wir haben jetzt Petri zum Beispiel nochmal verpflichtet, wir haben Abgänge mit dabei. Wir müssen ein bisschen umstellen und wenn wir gegen solche Mannschaften erstmal nicht verlieren, dann ist das doch schon mal ein Pluspunkt. Es geht natürlich immer weiter. Die Roma leiht Thiago Almada für 1 Jahr aus. Ihr denkt euch so, hä, habe ich den nicht erst vor einem Jahr für 60 Millionen oder so gekauft? Warum verleihe ich den jetzt? Ich blicke bei der Leihe ein bisschen in die Zukunft. Gerade haben wir Musiala und Fekir in der Startelf, wobei ich Fekir wirklich einfach vor Almada derzeit noch sehe. Aber Fekir ist schon 32, wird also auch nicht jünger. Almada dagegen wird immer erfahrener. Und durch die fehlende Leistung in der ersten Saison habe ich mir gedacht, er soll jetzt erstmal ein bisschen Spielpraxis irgendwo anders sammeln, damit er eben hier nicht auf der Bank versauert. Jetzt hat Atletico und Rom angefragt. Beide standen ja letztes Jahr noch im Champions League-Finale. Total crazy, aber der wird bei Rom zocken, da bin ich mir sicher. Und durch den Abgang ergibt sich natürlich nochmal die Möglichkeit, diese 360 Millionen, die wir zur Verfügung haben, nochmal wirklich gewinnbringend zu investieren und schon mal einen gewissen Ersatz für Fekir zu suchen. Ich finde nämlich auch, wir haben da so ein bisschen den roten Faden verloren, was die Bayern-Taktik angeht, weil die ja meistens gefühlt immer die ganze deutsche Nationalmannschaft im Kader hatten. Deswegen dachte ich mir, wir suchen uns mal wieder einen Deutschen und hier seht ihr schon, Florian Wirtz sitzt bei mir im Büro. Ich habe mich mit Leverkusen einigen können, wir reden nicht über die Ablösesumme, Jungs, ich zeig's euch einfach gleich.
Natürlich soll auch Florian Wirtz 5 Jahre bei uns bleiben. Und ich habe jetzt gesagt, Fekir spielt Startelf vor Almada und jetzt hole ich Florian Wirtz so. Hä, was ist das denn für ein Quatsch? Das Ding ist, bei Wirtz läuft auch der Vertrag aus. Der hat nur noch Pi mal Daumen 1,5 Jahr Vertrag. Da habe ich mir gesagt, den kriegst du gerade richtig günstig. Und Fekir ist ein Top-Spieler, den du einfach mal als Joker bringen kannst. Beziehungsweise wenn die Energie bei, keine Ahnung, Wirtz und Musiala gerade ein bisschen niedrig ist, ne? Deswegen möchte ich da einfach breit aufgestellt sein mit der bestmöglichen Qualität. Florian Wirtz bekommt minimal mehr als bei Leverkusen, plus aber hier einen fetten Einstiegsbonus in Höhe von 1,5 Millionen, unterschreibt aber den 5-Jahres-Vertrag. Damit haben wir den zweiten Neuzugang und eigentlich soll es das jetzt auch sein. Wir haben extrem viel Geld gelassen für 2 Spieler, dafür haben wir auch viele Spiele abgegeben und viel eingenommen. Dennoch sind wir minus, was das Transferbudget angeht, für dieses Jahr. Und da sage ich mir halt, okay, jetzt reicht's die 2 Transfers und jetzt erstmal schauen, wie denn die Hinrunde läuft. Florian Wirtz wird die Nummer 7 erhalten, Petri hat die Nummer 8 bekommen und ich glaube, das wird eine extrem starke Kombi da vorne. Und hier seht ihr es nochmal, Digga, wir haben 160 Millionen gezahlt. Dass das außerhalb der Realität ist, dass Bayern das niemals zahlen würde, ist mir durchaus bewusst. Problem ist, bei FIFA kriegst du das Geld hinterhergeschmissen und irgendwo muss es halt hinfließen. Ich versuche das ja mal dadurch zu rechtfertigen, dass ich sage, okay, wir haben viele Spieler verkauft, ne, haben gut Geld eingenommen, wir haben auch das Double geholt, also wir haben Erfolge, deswegen, warum soll er denn nicht zu uns wechseln? Dass das Ganze aber trotzdem ein bisschen unrealistisch ist, ist mir vollkommen bewusst, deswegen versuche ich auch immer ein paar billigere Leute zu holen, beispielsweise Toni Kroos, den wir ja ablösefrei bekommen haben. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr die ganzen Transfers feiert, sowohl die Abgänge als auch die Neuzugänge. Deshalb gehen wir doch einfach mal rein ins erste Pflichtspiel dieses Jahr mit Flo, Wirtz und Petri in der Startelf. Es ist nämlich der Superpokal gegen die TSG aus Hoffenheim. Die haben wir ja am letzten Spieltag nochmal gut wegklatschen können. Ich hoffe, wir machen einfach genauso weiter. De Ligt hebt das Abseits auf und Hoffenheim geht 1-0 in Führung durch Berisha. Und so soll es natürlich nicht beginnen. Es ist mal wieder der altbekannte Stellungsfehler, der uns hier passiert, weil De Ligt das Abseits aufhebt. Kimmich jetzt erste Ecke für die Bayern. Kopfball nochmal von Kimmich und da ist doch schon der Ausgleich. 1:1, so schnell geht's. Und scheinbar sind wir richtig krass nach Ecken, oder? Hat schon im Vorbereitungsturnier funktioniert und jetzt wieder. Oh nein. Lol, Digga, Abstoßback. GG Berisha auf dem Weg zum 2:1. Das lassen wir jetzt mal nicht zählen für die Aufnahme. Also das war gerade geil. Ich will einfach nur die scheiß Frequenz da skippen und der macht den Abstoß. Also psch, ist nie passiert, das Gegentor. Oh mein Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Musiala muss jetzt verletzt raus. Ach komm, wirklich. Es ist doch nur das erste Game. Warum eskaliert es gleich wieder? Petri, guter Ball auf Florian Wirtz. Genau das wollen wir doch sehen. Wenn er den noch reinmachen würde, wäre es ein 10 von 10 Tor. Rafinha, Ecke, Harry Kane, Fallrückzieher. Boah, der Keeper von Hoffenheim kann stolz auf sich sein, dass er das Ding hält. Rafinha, guter Ball auf Fekir. Der hat nochmal das Tempo, da durchzugehen. Nabil Fekir, Schuss an den Pfosten, Kane nochmal, Ecke. Hoffenheim feiert sich natürlich total ab, weil die ganz genau wissen, die können gleich ihren ersten Titel holen. Genauso ist es auch, Hoffenheim darf am Ende jubeln, gewinnt ihr den Supercup und ich sag dir ganz ehrlich, Alter, scheiß drauf. Scheiß drauf, Alter, Hoffenheim will hier niemand jubeln sehen, wir skippen den Spaß. Es ist ein unwichtiger Pokal, das Ganze durch einen Torwartfehler beim Abstoß bei Diogo Costa ist erstmal egal, ist schon vergessen. Viel schlimmer ist, dass Musiala uns jetzt ehrlich zum Saisonstart fehlen wird. 2 Monate wegen einer Ellbogenfraktur fällt er aus, deswegen gut, dass wir gerade Wirtz geholt haben. Dann haben wir jetzt ihn und Fekir als Doppel-10 schon mal in der Startaufstellung. In der nächsten Folge geht es dann auch mit der Bundesliga los. Erstes Game ist gegen Union Berlin und danach, ich glaube schon wieder gegen Hoffenheim kann das sein. Wir spielen einfach schon wieder gegen Hoffenheim. Digga, keine Ahnung, wer den Spielplan festlegt, ganz ehrlich. Danach gegen Leipzig und gegen Dortmund. Ja, alles klar, Bro. Und Schalke in der ersten Runde vom Pokal. Halleluja. Also wirklich, das ist doch so ein gescripteter Plan. Ich speichere den Lachs hier ab und dann würde ich mal sagen, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn die Folge echt chaotisch war, muss ich zugeben, dann gerne Like und Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.